damit herzlich willkommen bei der heutigen Folge bei Vater Error hier aus Norwegen. Kalt draußen und es geht ein übelster Wind. Boah. Scheiße. Was ist denn das für ein Wetter heute, Alibaba? Hast du einen Drachen mit? Was Wanderwetter ist das heute. Oh. Komm, aufstehen. Da fickt ihr das Rührei aus der Pfanne. Naja, jetzt ist Bewegung heute schon angesagt. Damit einen wunderschönen guten Morgen und ein gemeinsames liebe Wikinger und Wikinger, zu einem weiteren Norwegen-Vlog hier aus Norwegen. Ja, ich will aber wach werden. Was ist mit ihm jetzt nicht richtig hier? Kannst du das nicht immer an der Pfanne machen? Was denn? Na, das ist dein, dein Sport. Du hast halt verschlafen, weißt du? Ich hab verschlafen? Du hast gedacht, du guckst halt 9. Es ist 8.15 Uhr auf dem Handy, das ist 8:45. So, runde mal auf. Warum, seit wann wird denn bei 8:15 aufgerundet? Na, warum nicht? Also für die westdeutschen Zuschauer ist es 8:15. Viertel nach 8. So, und nicht 8:45. Ne? Damit aber es könnte wiederum 8:45 sein. 8:45 sein. Es könnte auch sein. Geh mal hier zur Kubinita da hoch und hol mal ein bisschen Milch. Alibaba, hol einen Eimer raus. Richtiges Norwegenwetter heute, Leute. Heute ganz schön, das erste Mal so extreme Bedingungen hier mit Wind und Regen. Aber die Frisur hält trotzdem unter der Mütze. Auf jeden. Hier ist richtig Feuer da, richtiger Bums auf dem Herd. Es ist nämlich auch wärmer draußen, jetzt geht das Ding wieder Vollgas. Telefonen, da musst du dann noch ein bisschen gut zureden. Die Baba hat gerade festgestellt, es gibt hier Boris die Kuh. Ja. Bobbele. Wo ist er? Hallo. Guckt euch mal die coole Frise an, die er hat. Scheiße, hat er bestimmt beim Barbier um die Ecke gemacht. Das ist eine richtig coole Frisur. Nö. Der hat nicht so eine Frisur, aber hier. Boris! Die ist geil! Heute gibt es endlich mal wieder eine Ladung Eier. Wir müssen halt wieder einen Berg hochrennen. Wie ist der Berg? Wisst ihr das noch? Wo geht's da denn? Gai? Gay? Geil Hanger? Nee. Rommelsfjord irgendwie. Rommelsfjord? Ja, war das nicht in Ägypten der Rommelsfjord? Ja, ich glaube ja. Irgendwas mit Romsel. Ramus? Raum? Raum? Raumsa? Okay, wir probieren es mal. Ramsa rü, Ramsa rü.
Double Flip, hast du gesehen? Nee. Das wird der einfache. Das wird immer noch der einfache. Oh. Einzig ging auch noch, aber ist egal. Okay. So, sieht doch ganz lecker aus jetzt hier. Wenigstens geht hier nicht ganz so viel Wind hinterm Gebüsch. So, es wird windig. Haben das Auto jetzt wieder soweit startklar gemacht. Verlassen jetzt nicht die Bucht. Was meckerst du? Fahren jetzt nach Sassmoos oder so. Dann nehmen wir die Fähre. Eine kleine 20 Minuten. Und dann geht's zum Tromsdalsfjorden. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Siehst wieder eine kleine Wanderung hoch auf den Berg. Und dann mal gucken, wie es da von oben aus schaut. Und dann fahren wir noch weiter ins Gebirge heute hoch. Aber wie da der Name heißt, fällt mir gar nicht ein. Wird nämlich gerade langsam ungemütlich hier. War gerade noch mal fix in dem Kiwi gewesen. Preis-Leistung natürlich ja, am besten, aber habt ihr nicht viel Auswahl drin. Alles, was du willst. Deine Grundnahrungsmittel hast du halt, ne? Das ist nichts Besonderes. Hast du eine Mütze kaufen oder was willst du denn? Nee, aber bei den Riegeln hast du kaum Auswahl gehabt. Zwei hab ich gefunden. Zwei verschiedene? Ja. Das reicht doch. Na, ich hab noch Erdbeeren und Schoko. Versuche gibst du dir eigentlich noch mit Fishing? Ich habe es zweimal probiert. So. Ich habe gestern fast den am Magen. Denke. Das war vielleicht nur ein Gras. Seegras. Nee. Nee. Das war ein übelster, übelster Karpfen. Lass uns überreichen. Da wo Möwen sind, ist so Fisch. Ah. Eine richtige Wikinger-Church. Haben sie bestimmt aus der alten Wikinger-Galerie gebaut. Geht zum Vorschlag. Oh, wir haben das für ein Glück. Ja. Wir kommen den Berg runtergefahren und die Fähre fährt natürlich gerade los. Naja, entspannen wir mal ein bisschen hier. Was soll ich denn entspannen, wenn ich kacken muss? Da ist Lakritz dabei, ja. Nur am Naschen schon wieder. Juckt das Auge? Schön Zucker aufs Auge geschmiert jetzt. Ziel. Es wird da oben bestimmt
nicht viel besser aus mehr zu unten. Der rumt als Trapper. Weil wir gehen jetzt nur noch da hoch, um zu essen, weil die Aussichten wird bestimmt sowieso nichts werden. 500 Meter ungefähr. So, wir sind jetzt angekommen in Alsund, irgendwas, was auch immer. Auf jeden Fall, es pisst noch aus Eimern und wir müssten jetzt da bestimmt 1,5 Stunden hochlaufen auf dem Berg. Die können wir auch nicht brauchen. Aber wir haben herausgefunden, es gibt eine Seilbahn. Wenn wir schon die Technik uns zunutze machen können, dann nehmen wir auch die Seilbahn. Dann fahren wir hoch, gehen schön essen und fahren wieder runter. Oder laufen runter, mal gucken. Erst müssen wir jetzt nach einem Parkplatz noch ein bisschen suchen. Ja. Anscheinend ein deutscher Außenposten. Ah, hier, Hurtigruten. So, hier seht ihr richtig schönes Kack-Piss-Assi-Wetter. Also, wir haben es jetzt wirklich, wir fahren mit der Seilbahn. Bei dem Wetter macht eine 1,5 Stunden Wanderung durch den schlammigen Wald, so wie die letzten Tage, einfach keinen Spaß. Und dann nutzen wir natürlich die Technik, die uns hier zur Verfügung steht. Für 15 Euro anscheinend geht's hoch. Genau so wie auf den Bildern wird es nicht aussehen. Das kann ich euch schon mal verraten. Aber ist kein Problem. Wir lassen uns davon nicht entmutigen. So, wir sind schon mal in der Gondel. Die geht aber erst in 15 Minuten los. Haben jetzt bezahlt 60 Euro für zwei Personen für eine Fahrt. Also pro Person 30, nur hoch. Weil wir mutig sind und gesagt haben, ja. Vielleicht können wir ja doch runterlaufen. Wir haben mal gefragt, runter ist es wohl eine Stunde bis anderthalb. Ja, runter geht es meistens fix auch. Ne? Und runter mit einem vollen Magen, da brauchen sich nur noch, ziehe ich Arm und Beine ein. Ne? Kostet jetzt das Doppelte da oben. Also 60 Euro ist ganz schön heftig, auch bei dem Wetter und Scheiß drauf. Siehst du eh nichts, wenn du weit hoch bist, du bist nur abgekämpft. Los geht's, ja. Bitte? Auf der Kamera, aber Alibaba, also der Nebel, den drückt sie bis in die Seilbahn rein. Alter! Was ein Pisswetter. Ah. Noch mehr schlechtes Wetter hier. Ich weiß nicht, wo Alibaba hin ist, keine Ahnung. Kein schönes Wetter. Nee, kein schönes Wetter.
den Schied begehrst du was essen. Weil ihr seht selber, das ist ja schlimmer als in Island hier. Macht grad keinen Sinn. Siehst eh nichts außer 30 Meter weit. Tja, wir könnten mal bestimmt normalerweise richtig schön rausgucken. Oder auch nicht. Aber habt da 60 Euro bezahlt hier hoch. Na hier, 23 Euro für einen Burger? Wo ist der denn? Na, a day without a Burger. Wir nehmen jetzt den Stuhl, den Tisch in der Mitte, weil wir da am weitesten rausgucken können. Und wir sind auch die einzigen beiden Kloppies, die bei dem Wetter hier hochfahren und irgendwas machen. Ja, guck mal, Steine hier. Sieht bestimmt gleich auf. Our big beer is small. If you are from Germany, okay. It's small. I'm from Czech, so it's small. Ah. No fear. No. Oh, das ist so sieht's normalerweise aus hier. Oh. This is this table? This is this table? Mm. Ah, okay. Mhm. Mhm. Ist okay. Also die Kellnerin hat mehr oder weniger über uns geschmunzelt, gelacht und so. Wieso? Ja, wir haben immer den besten Tisch hier in der ganzen Halle und sonst waren heute nur zwei Gäste hier oben. Normalerweise ist der Raum komplett voll. Aber sie hat uns gerade auf ihr Handy gezeigt, was wir sonst sehen hätten können. Was ich aber heute nicht tun. Jetzt gibt es endlich Burger. Für dich gibt es eine Fischsuppe. Für dich ist die Fischsuppe ein bisschen Lammsuppe. Oh, thank you. Ein Lammsuppe. Thank you. Na dann. So, da geht es jetzt wieder runter. Na dann. Auf in den Kampf. Wird bestimmt lustig, so wie immer. Genau das ist unser Ziel. 20 Minuten? Nee. Aber die hat gesagt den Weg. Die hat gesagt hier runter und dann nach rechts. Na dann. Das soll ein Weg sein? Das ist unser Weg. Das ist der Weg. Mann, nee. Sowas kriegst du nirgendwo geboten. Da muss man erst für 60 Euro hochfahren, damit man sowas runterzukriegt. Für 60 Euro essen? Aber heute haben wir wenigstens keine Rucksäcke dabei. Das ist doch viel geiler als Gondelfahren, oder? Ja. Das ist Abenteuer hier. Ja, viel billiger. Und das ist authentisch. Ist das so ein scheiß Poncho geil? Ja, das habe ich mir auch gerade überlegt. Warum haben die Ponchos nicht mitgenommen? Ja, es regnet. Und wie man sieht, sieht man nicht viel. Ja, wir machen jetzt ein schönes Steakfoto. Ja.
zwei Männer. Sie kämpften Seite an Seite auf den Schlachten der Weltmeere und verloren dabei alles, alles, bis auf ihren Humor. Das sind die Geschichten von Thoralf und Ragnjak. Thoralf! Ragnjak! Thoralf! Thoralf! Ragnjak! Thoralf! Was sagst du auf Englisch, wenn du zwei Bier bestellen willst? Tobias! Warum sind das eigentlich immer solche Wege? Immerhin wird es hier langsam wieder warm in den Klamotten. Und wie ist so? Wie lange laufen wir jetzt schon? Dreiviertel Stunde? Wir sehen die Stadt. Ja, halbe, dreiviertel Stunde. Wir sehen die Stadt immer noch nicht. Wir hören sie nur. Ja, vorne habe ich schon was gesehen. Ja? Nicht mehr viel, vielleicht nur 150 Meter. Okay. Alles, was unsere Grundausbildung gelernt hat hier. Du siehst aus wie so ein wandelnder Müllsack mit dem schwarzen Zeug. So wie das glänzt. Oder du, Restmüll oder was? Oder du hast gerade den Latexanzug an, wer weiß, wo du herkommst. Ja, Umschnall-Dildo habe ich nach außen gelegt. Das ist überhaupt die typische Silhouette für so einen Mord-Thriller hier. Ja. So Regenwetter, ein Typ in schwarzen Klamotten mit schwarzen Handschuhen und Regencape streift durch den strömenden Regen und hat gerade irgendjemand umgebracht. Ich erinnere, dass er ein blutiges Messer hinter sich hat. Ja. Oder ein Baseballschläger. Oh, be careful! Warte, Alibaba, ich komm nochmal. Ah, hier sind wir wieder Nadeln. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Scheiße! Fuck! Oh, fuck! 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 Oh. Wie geil war das denn? Alter! Boah! So, wir haben es geschafft nach einer Stunde ungefähr, würde ich sagen. Gefühlt sind wir unten titschnass. Die Hurtigurren. Ja, zeige ich euch jetzt nicht. Oh. Ja, das ist das Problem im Dachzelt dann, ne? Oder mit dem Dachzelt, man hat keinen Platz, um Wäsche aufzuhängen. Das ist im Herbst, im Winter suboptimal. Was meint ihr bitte? Nugget Eis sitzen. So, dann dreh mal das Gebläse auf, du. Mal als Belohnung. Gummibärchen. Aber nicht die gleichen. Sind nicht die mit den Brüsten? Nee, die haben keine Titten. Die haben keine Titten? Vielleicht hast du bis jetzt noch Männer gehabt. Okay. Die sehen aber anders aus. Ja, die schmecken anders. Mit der Rotz gekauft. Wir verlassen jetzt als irgendwas. Aber das Coolste ist, dass man hier keine 10 Euro bezahlt im Kopf. Ja. Und vor allem Richtung Treustiegen
Und auf dem Weg da liegt noch ein Campingplatz. Wir werden heute das erste Mal einen Campingplatz in Anspruch nehmen, einfach um die Klamotten zu trocknen. Und uns irgendwo unterzustellen. Vielleicht mal eine richtig geile warme Dusche, weißt du? Vielleicht war das unser Campingplatz, weil da haben wir eine Hütte in der Mitte. Da könnte man sich runterstellen. Man könnte dort auch eine Schnur spannen und einfach ein paar Klamotten dort drinnen erstmal aufhängen. Wie erstmal nur das. Und hier können wir bestimmt sogar noch duschen und den Kaffee und was. Aber ich glaube, Alibaba muss mal reingehen, weil ich habe nach wie vor noch nichts an. Ich habe eine Unterhose an, beruhigt euch. Ne? Also so schlimm ist es nicht. Wir haben jetzt, Alibaba hat gleich, Nägel mit Nägel mit Köpfen gemacht, genau. Was, 23,50 Euro? Ja, 235. Das geht. Und für den Stellplatz und duschen können wir mit den Chips? Den haust du rein, dann starten 5 Minuten und das hört nicht auf. Du hast 5 Minuten zu duschen, einzuseifen, abzuspülen. Und gleich kann ich mir aussuchen, ob heute Abend oder morgen früh. Das ist die erste. Und dürfen wir dann dort uns da reinsetzen? Bringt uns noch Feuerholz, hat er gesagt. Echt? Ja. Cool. Und wir können hier nah am Feuerplatz können wir nicht stehen, wir müssen bis zu meiner Rücken. Ist ja kein Problem. Wir können einfach mal eine Runde fahren. Und wir sind jetzt unten vom Trolles Tiegen. Der ist gleich ein paar Meter jetzt gewesen nach dem Campingplatz. Wir sind durch zahlreiche Wasserfälle wie bei uns. Das war's auch mit dem Trolligsten. Nicht Trolligsten, sondern Trollstiegen. So. Den Trolligsten Trollstiegen. Den Trolligsten Trollstiegen. Ja, heute Shit Day gewesen, hier Rainy Day. Die ganze Zeit nur am Pissen und Schiffen, Klamotten sind durch. Wir fahren jetzt runter zum Campingplatz. Eine schöne warme Dusche. Gibt's noch ein paar geile Nudeln. Und dann, ja, schönen Tag gehört aber auch dazu zu Norwegen. Ne? Nur Sonnenschein, da muss man nach Malle fliegen. So, ja, ist jetzt angekommen. Trollstigen Basecamp. 4.21 Uhr hat Alibaba hier was ausgehandelt. 21 Euro per Person. So, wir sind jetzt hier auf dem Campingplatz angekommen. Haben jetzt hier diese alte kleine Hütte, wo wir vorher machen, gezogen. Räumen uns die Sachen fix aus dem Auto raus. Machen uns dann hier gemütlich Feuer essen. Und dann gibt es da unten eine schöne warme Dusche. Da wollte ich mich jetzt schon kommen.
Die ganze Klamotten sind kalt, nur noch nass, es klebt alles. Ja, wenn das nichts ist, Freunde. Ja. Das ist doch gleich wie zu Hause. Es fehlt noch so Lammfell. So, jetzt machen wir es halt Bier aus. Bei dem Wetter. Das machen wir. Und der Feuer, das Zeug. Müssen wir nicht mit mir anstoßen, oder? Da ist mein Ping jetzt hier. Auf den Regen. Bing. Alibaba ist immer auf der Suche nach Holz. Dann mache ich erstmal die Würstchen klar hier. Ich habe keine richtige Jagdwurst. Deswegen wird es noch weiter. Sehen schon cool aus, die Mountains hier. Mega. So, jetzt gehen wir erst wieder an die Kochstelle. Nein, der Stuhl, alles. Was ist denn hier los? Boah, da wird der Knoblauch wieder ganz grob geschnitten hier. Guckt euch das an. Ja, man muss doch wieder was schmecken, wenn man auf die Zehe beißt. Was haben wir denn hier? Was? Ja, Peter, komm, da liegt noch Petersilie. Hier noch die mit drin jetzt. Da weiß, wer da mal hingeschifft hat. Ist mir egal. Bei der hat der Woche du von den Nudeln. Wenn sie das desinfiziert. Komm, hol sie dir alle. Naja, wenigstens ist meine Suppe gut. Und die Wurst noch. Was sagst du jetzt dazu, Ricky? Nudeln sind in der Wiese. Nachdem die Nudeln jetzt in der Wiese gelandet sind, egal. Na dann gib mal deine Soße ran hier. Dein Feuergelch. Das ist der norwegische Feuerkelch. Achtung! Schön die Hälfte auf der Tischdecke. Oh, da hast du wieder gekocht. Haben wir schon wieder nur mit Sturm zu kämpfen. Ja. Fliegt einfach alles um. Und genießt das hier. Könnte nicht besser sein. Das fliegt doch weg aus dem Bild. Du bist da mit deinem Alibaba-Teppich hier. So. Da. Ihr seht, es ist dunkel geworden. Eine ganze Stunde habe ich jetzt gebraucht. Ich habe alles gerupft. Schuhe, den Latz, den Lachs, die Hosen. Die Platte, alles. Geputzt und poliert, ja, war aber geil. 5 Minuten heiß duschen nach ja. So einem Tag, ich sag dir. Ja, ging richtig gut, mega. Guck dir schon mal die Berge an da hinten. Und es regnet jetzt nicht mehr. Wir haben abends immer trockenes Wetter. Mega. Auch hier vorne alles mit Wasserfällen, alles so nach unten.
Und jetzt gucken wir mal da unten noch, bevor es dunkel wird, in diesen Wald rein, weil wir ja hier am Trollwald sind. Das ist natürlich für alle was, die Kinder haben und vielleicht mal mit den Kindern. Alle was, die nach, Kinder haben? Na, für alle was, die Kinder haben. Das ist was für alle was, die Kinder haben. Und vielleicht mal nach Norwegen wollen. Willkommen im Trollschloss. Ah. Oh, hier ist ein Disco. Warum haben wir uns hier nicht hingesetzt? Das ist ja viel cooler. Das ist ja dreimal cooler als unsere Hütte da vorne. Ach, wir Idioten. Yes, 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 yes. Hier wohnen sie also, die Trolle. Der kleine Rundgang durch das Trollhausen auch beendet. Klumpt der Wodka schon? Wow, ein Ping und Zang hier gleichzeitig, ja. Was ist das für eine verdrehte Welt hier? Ping-Zang! Das ist authentisch. Was hast du denn? Nicht. Na, irgendwie musst du es ja machen. Das ist Authentic Boy Number One. Ich weiß, dass du es eh nicht mit reinnimmst, so ausschneidest. Vielleicht nehme ich ja was mit rein. Ah, was denn? Ja, jetzt, wenn du was sagen möchtest, dann jetzt. Dann lass ich drin. Mir juckt der Sack. Ich geh auch mal auf Friedrich. Dann war es das auch gewesen. Wenn es euch trotzdem gefällt, lasst ein Like und ein Abo da, verpasst ihr nicht die nächste Folge. Und wenn nicht, trotzdem. Ist, genau. Es scheint nämlich immer noch wieder die Sonne. Das ist kostenlos. Es scheint immer wieder die Sonne. Wir sind ja noch in unseren Herzen scheint immer die Sonne. Immer die Sonne. In meinem zumindest. Das ist immer so sentimental, wenn er Wodka getrunken hat. Ping! Und wir sehen uns nächste Woche. Cheerio! Was denn? Ist aushalten. Ich muss aushalten mit dem Speicherplatz. Haushalten? Ja. Das ist nicht aushalten. Haushalten. Haushalten mit dem Speicherplatz.
Und jetzt? Die läuft doch. Du bist ja welcher Gönner, ey. Ja. Waking up. Welt hat er schon gesehen und zeigt auf YouTube, was er lebt. Oh ja, Rick ist wieder auf dem Roadtrip und wir freuen uns.